Hallo Ali, willkommen beim Lenkrad-Vlog. Schön, dass du dabei bist am Samstag. Ich bin nicht am Samstag, ich bin am Freitag, du weißt Bescheid. Die fast wöchentliche Fahrt nach Sigartskirchen zwecks das Kind vom Schach holen. Folgende Situation. Ich war heute fleißig. Ich bin noch authentisch im Arbeitsgewand. Ich habe jetzt gerade aufgehört und da sage ich nur Prost. Ich werde nie verstehen, warum man Kohlensäure in diesen Mengen in Getränke gibt. Das geht mir nicht ein. Na, ist ja egal. Reden wir über das Wetter. Es ist ein Wahnsinn. Es hat gerade ca. 35 Grad im Schatten. Ohne Scherz. Mit Wind. Und zwar so Wind, dass meine Frau ihr Terrassensofa abmontiert hat. Das stimmt nicht ganz. Die Bezüge und die Plane hat sie abmontiert und das Terrassensofa ist voll motiviert Richtung meinem Auto geflogen. Da habe ich gesagt, junge Frau, kümmere dich darum, dass dein Sofa mein Auto nicht rangiert. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe ernsthaft diesen Rollschotter in diese Hohlräume gefüllt. Habe dabei viel kaputt gemacht. Also ein Loch in einen Silo. Das ist jetzt mal nicht so schlimm. Dann, ihr habt es ja gestern gesehen. Wer es gestern nicht gesehen hat, der muss sich das gestern anschauen. Im Vlog hier, am Ende dieses Videos, einmal nach links. Im Abspann, wie man so schön sagt. Darum huste ich auch ein bisschen, weil ich den ganzen Staub jetzt im Körper habe. Ja, und das hat dann, nachdem ich diese Eisenstange geflext habe und nicht geschweißt, überraschend gut funktioniert. Die Bohrmaschine hat sich ein paar Mal aufgelöst, speziell das Bohrfutter, bis ich durchschaut habe, warum. Wenn nämlich der Winkel nicht genau gepasst hat, dann hat die Schnecke so am Ende des Kanalrohrs so geschlagen und dann hat das Ganze so gewurgelt und letztlich ist dann so eine Vibration drauf gekommen, dass sich das aufgelöst hat. Und nachdem ich das dann häufig eingestellt gehabt habe, ist das gut gegangen. Da waren nur mehr viermal Probleme. Eigentlich ganz super. Das habe ich so direkt in die Scheibtruhe geschneckt. Sagt man geschneckt, wenn was mit der Schnecke kommt. Geschneckt. Und bin dann gleich in die anderen Silos ausgewichen und habe das aufgefüllt. Das war bei dem rechten ein ziemlicher Aufwand, weil der war leer. Warum war er leer? Weil der Herr Schmatz, wie er die Spielhalle gebaut hat, 2003, diese Betonringe ordentlichst entsorgen lassen hat, die oben drauf waren, und nicht einfach reingehaut hat. Darum habe ich jetzt mehr Schotter einfüllen müssen. Man muss ein bisschen vorausplanen. Man sollte nicht alles ohne Plan machen. Das ist das Konzept. Hingegen der linke Silo, den schon mein Vater vor geraumer langer Zeit abgeschnitten hat, wahrscheinlich noch bevor es mich gegeben hat, da ist dann der Miststreu immer drauf gestanden. Da waren Bretter drauf, also Bretter, Pfosten, Holz, Trambahn drauf. Da ist der Miststreu umgestanden. Der hat das damals abgeschnitten und reingehaut. Folglich habe ich in den linken nicht so viel Rollschotter einfüllen müssen. Ha! Hurra! Der Vater klüger als der Sohn. Das ist kein gutes Zeichen, oder? Ja. Wenn ich der Sohn bin, ist es nicht kein gutes Zeichen. Wenn ich der Vater bin, dann ist es schon okay. Jo. Jedenfalls habe ich da fröhlich gewerkt, bin ganz begeistert, dass das geklappt hat und freue mich. Ja. Inzwischen habe ich sogar schon die Flipper abgesaugt. Mit dem Staubsauger. Ich habe sogar die Stiege gekehrt. Und das will was heißen, wenn ich die Stiege kehre. Prost. Trinken ist das Wichtigste. Ich werde nie verstehen, warum es da so viel Kohlensäure reingibt. Ist ja richtig grauslich. Ja. Und Focale Mild. Das wäre ein Konzept. Das werde ich mal im empfehlen und anregen werde ich das. Und habe schon die Flipper abgestaubsaugt und grob gekehrt und inzwischen sind schon die Saugroboter beauftragt, dort zu saugen. Bin gespannt, ob die das tun. Werde ich mir heute vielleicht am Abend nochmal anschauen, dann könnte ich die nochmal auf die Ladestation stellen. Vielleicht den dritten fahren lassen. Ich habe inzwischen drei funktionierende. Wobei es eigentlich vier sein sollten, weil die Aerobo haben sie nicht mehr drin. Ha, das machen wir. Wir machen kurz das Intro und dann reden wir über Aerobo. Das ist der große Plan. So geht's los.
Wir sprechen über Aero. Ich habe euch doch schon mal erzählt, dass ich die P10-Staubsauger, das war eh ein Samstag auch, wenn ich mich recht erinnere, die P10-Staubsauger sehr gerne habe, weil die für meine Anwendung viel praktischer sind, weil sie nicht so hoch sind und aus meiner Sicht besser zu entleeren sind. Deshalb habe ich die lieber. Gut, so viel haben wir schon geklärt. Und ich habe euch auch gesagt, dass ich dann einen gekauft habe vom Hersteller, aber Abverkauf billig, weil was weiß ich warum. Und der ist dann gekommen und was war bei dem? Muss ich nachdenken. Moment. Ich habe einen P10 gehabt. So. Der ist dann kaputt gegangen und hat zu blinken begonnen. Ich habe den bei Aerobo reklamiert, weil er noch nicht so alt war. Die haben mir einen Akku geschickt. Ich habe den Akku getauscht und er hat weiter geblinkt. Ich habe sie wieder angeschrieben. Sie haben gemeint, okay, sie schicken mir ein refurbished Gerät, ob ich damit einverstanden bin. Na klar, bin ich damit einverstanden, her damit. Das war vor 2 Wochen, das ist noch nicht da. Inzwischen haben sie sich auch entschuldigt, wegen den Feiertagen in China haben sie nichts gearbeitet. Aber das ist jetzt schon wieder 2 Wochen her und soweit ich weiß, ist Neujahr im Februar in China. Na, ist ja wurscht. Also der geht mal nicht gerade. Der ist gerade im Wohnzimmer, liegt da und wartet. Ich glaube, dass der das... Ja. Dann habe ich den B20 ja gekauft. Der läuft noch immer. Der ist noch nicht so alt. Vielleicht halbes Jahr. Halbes Jahr oder so. 3/4 Jahr, wenn es hochkommt. Dann habe ich noch einen B10 gekauft. Und zwar... Gebraucht habe ich den gekauft, an einem Freitagabend abgeholt und der hat gar nichts getan, habe ich einen anderen Akku eingebaut und dann hat er funktioniert. Der ist schon in Verwendung. Das ist der, der kommt vor. Und der P20, der fährt auch gerade. So, und dann habe ich noch einen gekauft auf Amazon, gebraucht von Aerobo direkt und der ist dann gekommen. Und da haben die Hauptbürste und die Haltung der Hauptbürste gefehlt, worauf ich in Aerobo angemeckert habe. Und sie haben zurückgeschrieben, ich soll doch ein Foto schicken. Habe ein Foto geschickt und sie haben gemeint, sie schicken mir die Teile. Das ist auch noch nicht passiert, auch schon über 2 Wochen her. Da werde ich wohl heute, wenn ich nicht vergesse, stänkern. Und wenn ich vergesse, werde ich stänkern, wenn ich mir den Vlog anschaue, weil dann werde ich ja wieder daran erinnern. Ja! Also, konkret, warum habe ich jetzt 3? Meinen kaputt, einen gebraucht. Ja, weil aus meinen kaputten habe ich jetzt natürlich die Bürste und die Halterung in den zweiten P10 gegeben, wo die gefehlt haben. Und warte sehnsüchtig darauf, dass da die Teile kommen. Ja, das ist das Konzept. Und ich überlege gerade, nein, nur einen habe ich nicht gekauft. Aber ich werde noch einen kaufen, weil die sind nicht so teuer, die kriegst du um 80 Euro. Und die werden ganz brav. Wenn man 80 Euro ein Jahr sagt, bin ich schon zufrieden, oder? Ja. Kostet im Monat ein paar Euro. Gut. Themenwechsel. Heute ist Freitagabend. Ihr wisst, morgen am Samstag bin ich unterwegs. Jetzt fährt er mit den riesen landwirtschaftlichen Dings, die Bumsti. Und keiner fährt vorbei und darum kommen wir nie weiter. Na gut. Warum? Warum produktiv, wenn langsam auch nicht? Wir sind morgen unterwegs. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nehme ich morgen was für alles Zirkus auf. Ja, keinen Zirkus, nö, keinen Zirkus, aber etwas für alles Zirkus, was anderes. Ein Fun-Event. Zwar ohne Food, aber Fun. Vielleicht werden wir Food extra machen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ohne Food. Das werden wir uns morgen anschauen, wenn alles klappt. Und da möchte ich filmen. Das ist mal das große Konzept. Bin schon sehr neugierig, ob das was wird. Da möchte ich vorher noch schauen, was auf der Speicherkarte. Da sind noch 100 GB auf der Speicherkarte und ich weiß gar nicht mehr, was das war. England wird es ja da nicht mehr gewesen sein, oder? Was haben wir denn nach England noch gemacht? War da Quattrophon? War im Sommer ein Quattrophon, dass das Quattrophon noch drauf ist. Ich werde mir das anschauen. Naja. Ja, so ist das. Geht eh alles prima, kann man sagen, ne? Ja, bin auch voll begeistert. Aerobo haben wir. Bin schon gespannt. Könnte natürlich sein, dass jetzt ein Moment.
jetzt ist das das dritte Ding, was der Schmatz von uns will, der zirbt uns über den Tisch, der hat ja nur einen Aerobo. Aber ich habe schon drei und davon zwei neu gekauft, also zwei mit Garantie, und von denen erwarte ich schon, dass funktionieren, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe selten einen Landwirt mit so einem Riesentraktor gesehen, der so langsam fährt. Normalerweise beschweren wir ja, dass du schnell fahren, gell? Aber der fährt so wirklich in Zeitlupe, obwohl die Maschine, die hat keine 3 Meter Breite, und er fährt trotzdem so langsam, trotz keinen Gegenverkehr. Wäre ja spannend, warum? Ach, jetzt ist ein Gegenverkehr. Ich nehme alles zurück. Schauen wir uns lieber die YouTube-Vorschläge an, bevor ich noch mehr Stuss rede, nicht wahr? Ja, so machen wir das. Die Covid-Zahlen? Nein, die YouTube-Vorschläge, da brauche ich gleich eine Lesebrille, sonst geht gar nichts mehr um die Zeit. Es ist nämlich schon 19.10 Uhr am 21.10. Er liegt in Water, killed my, killed this 486 Motherboard, so attempt to retrieve it from Adrian's digital basement. Das kenne ich, ich habe es nicht mehr versucht, ich habe das Ding weggeschmissen. Wachswalk, ein Blick zurück auf das Horrorkino der 80er, fetterlos im Exil. Kurz- und Mittelstrecke, Bahn, Auto oder Flugzeug, der hält am Freitagabend, der hält. Windows Media Player 9 Test von Playerbox 2007. You hated this game? Nostalgia Nerd. Von Nostalgia Nerd. Ja, und The Forgotten History of Home Video. Cadot Redude. Und HFM Cube. Best Cube, Best Cube. HFM Cube. Nichts vom alten Knacker. Bin gespannt, was wir morgen besprechen. In diesem Sinne, einer der letzten Tage morgen mit Sommerfreude im Kindergarten. Also, wenn ihr noch zum Lego wollt, müsst ihr anzahlen. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis morgen. Was ist denn hier so knall?